Ja, zwei Dinge. Einmal, ich bin jetzt Bestseller-Autor. Ich zeige euch gleich was im Video. Das haut euch von den Socken. Also mich hat es von den Socken gehauen. Zeige ich euch gleich. Vorher aber noch eine ganz wichtige Information für alle, die mein Buch gekauft haben. Und zwar der Waspier Power Drink. Der Drink gegen Depression, der Drink gegen Antriebslosigkeit, der Drink gegen was auch immer. Das ist wie Obelix den Zaubertrank. Wenn du den nimmst, fühlst du dich einfach geistig total gut. Total gut. Und ich habe auch schon das erste Feedback erhalten. Zwei Leute haben ja auch schon geschrieben von dem Waspier Power Drink. Aber also, wie gesagt, bisher, ich habe keinen, der nichts gemerkt hat. Und waren alle, die es bisher getrunken haben, hier, die live da waren, waren total begeistert. Aber es gab halt eben auch das Feedback, dass der sehr pastenartig ist. Und da habe ich gesagt, hey, da habe ich irgendwas vergessen. Und das hat mir auch einer von euch schon geschrieben bei YouTube, dass ich in dem Buch nicht geschrieben habe, dass man diesen Spirit Power Drink natürlich noch Wasser hinzufügt. Also ich habe nur die vier Zutaten in Gramm hingeschrieben, aber nicht, dass da noch Wasser dazu kommt, damit man das dann auch trinken kann. Also das wollte ich an der Stelle unbedingt nochmal ja, erwähnen. Es ist ganz, ganz wichtig, dass ihr euch nicht diese Paste in den Hals steckt und dann erstickt und ich womöglich noch schuld bin. Aber ja, also Waspier Power Drink, da gehört Wasser dazu. Ich habe das jetzt auch geupdatet. Das ist ja das Geile, dass ich bei meinem Buch, dass ich das elektronisch eingespeist habe, das E-Book, das jetzt schon, wenn ihr das runterladet, da steht auch da, dass mit Wasser ist. Und mein Taschenbuch dürfte das jetzt auch schon online sein, weil ich habe das gestern eingepflegt und das wird mittlerweile ja, innerhalb von 24 Stunden auch geupdatet beim Druck. Und ja, also nichts. Aber jetzt, schaut einfach hin. Ich finde es so geil. Ich finde es einfach nur so geil. Und ja, das ja, wollte ich einfach mitteilen. Ja, jetzt möchte ich mit euch mal was machen, was mich total überrascht hat, nämlich total. Und zwar, wenn wir sozusagen bei Kindle, also die E-Books durchsuchen, da müssen wir mal hier gucken, Kindle Shop. Das heißt, wir suchen jetzt alle E-Books durch und wir geben mal ein, was interessiert uns? Wie uns interessiert Rohkost. Bäm, Platz 1. Und das ist tatsächlich nicht nur bei mir so, sondern das ist auch bei anderen so. Das heißt, wenn ihr bei Kindle Shop nach Rohkost sucht, also wenn ihr alle E-Books quasi durchsucht, die es bei Amazon angeboten, die angeboten werden und nach Rohkost sucht, dann kommt Rohkost vor Low-Cost. Das Buch wird halt gerankt, je nachdem, wie oft es verkauft wird. Und genau. Und jetzt gehen wir mal runter. Und da seht ihr. Bäm. Gesunde Ernährung zum Beispiel. Top. Die Bestseller in gesunder Ernährung Top 100. Da bin ich auf Platz 4. Das heißt, ich bin jetzt offiziell Bestseller-Autor. In der Kategorie gesunde Ernährung werde ich halt in Deutschland nur von drei Büchern geschlagen, von Karl S. mit seinem Ding und ja, intermittierendes Fasten von Elias Jakobsen und von Clean Eating von Hannah Freu. Und das Geile ist, wenn ihr so seht, zum Beispiel jetzt hier die ersten neun, die haben es alle von Kindle Unlimited. Das heißt, die tun direkt nur bei Amazon anbieten und haben sich exklusiv da verpflichtet und dadurch werden die automatisch auch immer besser gerankt. Aber mein Buch ist nicht Kindle Unlimited, weil ich gesagt habe, ich möchte das auch später auf Digistore anbieten, damit andere Menschen damit auch Geld verdienen können mit meinem Buch und das anbieten können, wie sie das möchten und bewerben möchten, wie sie das möchten, damit diese Idee, dass Rohkost die preiswerteste Alternative ist, alle Ernährungsformen und dazu noch die gesündeste, dass das so weit wie möglich in die deutsche Gesellschaft hineingetragen wird. Und ja, deswegen ist das nicht mal Kindle Unlimited, trotzdem auf Platz 4. Es ist halt so der absolute Hammer. Es ist so der absolute Hammer. Ich bin Bestseller-Autor in der Kategorie gesunde Ernährung. Und ja, das wollte ich euch einfach nicht vorenthalten. Und ja, auch in den anderen, ja, bei Allgemeines und Grundwissen bin ich auch auf Platz 8. Kann ich mal gucken hier. Und das noch ausgezuckert und 181 Rezensionen war. Und auf Platz 8. Und auch da wieder das erste, was nicht Kindle Unlimited ist, also was nicht von Amazon gepusht wird, sondern was im Endeffekt ihr gepusht habt mit euren Käufen. Ne? Es ist so unglaublich, es ist so unglaublich, dass das Buch so hoch einschlägt. Wir können mal gucken in den Top 100 von Allgemeines und Grundwissen, was da so alles drin ist. Also ketogene Diät. Also das ist Low Carb. Fettverbrennen am Bauch. Ah, Low Carb für Einsteiger. Low Carb für. Oh nein, nein. Low Carb Weihnachten. Nee, also.
Wenn ich das sehe, das nächste Buch, was ich schreibe, ist Low Carb. Irgendwas über Low Carb. Das kann ja nicht sein, was hier, was bei gesunder Ernährung oder bei allgemeinem Grundwissen, dass hier Low Carb Rezepte sind. Das ist ja der Hammer. Das ist ja der Hammer. Das nächste Buch, ich fange sofort an zu schreiben, geht um Low Carb. Ein ganzes Buch, wo es nur um diese Low Carb Lüge geht. Das ist ja schon der Titel, die Low Carb Lüge. Ist ja krass. Okay, naja. Okay, Darm, das ist immer gut, wie neugeboren. Übrigens ja auch ein nicht Kindle Unlimited Buch. Ist immer sehr schön, also das hat dann wahrscheinlich auch wirklich, ist dann tatsächlich durch Verkäufer. Ketogene Ernährung, okay. Ja, Low Carb Diät. Aber alles Kindle Unlimited. Keto Bibel. Zuckersucht beenden. Boah, nee. Kokosöl, abnehmen mit Kokosöl, naja. Ja gut, die anderen Top 100 muss ich mir jetzt nicht angucken, aber Low Carb. Ja, da habe ich doch schon das nächste Buch, die Low Carb Lüge. Top 100 bezahlt. Ich bin einfach so mega stolz auf mein Buch. Ich bin so mega stolz auch, dass ja die Gesellschaft, in der ich lebe, dass sie das tatsächlich so empfindet, dass da so ein Buch halt, was halt eben nicht um Low Carb geht und Ketogen, alles das, was wir gerne haben, ne? Viele Proteine essen, Fett essen ohne Ende, ne? Und ja, keine pflanzliche Ernährung und schon gar nicht diese Rohkost. Das ist ja nur was für Spinner, für Spirituelle und denkt euch noch was mit Essen aus. Ah, Hammer. Einfach nur Hammer. Ich bin so glücklich. Ich bin so glücklich. Und nicht nur, dass das Buch hier verkauft wird wegen Geld und so weiter. Das ist meistens sowieso erstmal so eine Sache, die eine Zeit lang anhält und dann sich wieder relativiert auf 20 bis 50 Euro so im Monat. Aber es geht einfach darum, dass die deutsche Gesellschaft hier wirklich vorankommt. Dass sie wirklich vorankommt und das aktuelle Wissen, was ja zugänglich ist bei PubMed, was ja zugänglich ist bei verschiedenen Büchern, die sich wirklich ernsthaft damit beschäftigen, die hier nicht so ein Low-Carb-Rick für Einsteiger hinrotzen, wo wahrscheinlich überhaupt keine wissenschaftlichen Studien drin sind, überhaupt keine Forschungsergebnisse drin sind. Ne? Es gibt auch YouTube-Kanäle, die gehen nur Low-Carb, Low-Carb, Low-Carb. Die lügen die Menschen voll mit irgendwelchen Sachen, die sie sich aus den Fingern saugen und also, nee, das ist halt, das entspricht halt nicht dem aktuellen wissenschaftlichen Stand. Und natürlich, da gibt es dann welche, die tun dann selektiv irgendwelche Studien, die sich dann rausnehmen und sich dann so interpretieren. Aber schaut mal nur die Bücher an von Dr. Jacobs, Weg des genussvollen Verzichts, oder auch von dem Michael Greger, von dem Dr. Michael Greger. Das sind 1400 Studien bei Jacobs drin, 2000 bei Michael Greger. Ne? Und dann gibt es ein paar einzelne, wo man dann halt sich selektiv was rausziehen kann. Ja? Und andererseits tun die Menschen, die dann Low Carb sich ernähren und das dann, also da gibt es ja wenige, die das aus dem wissenschaftlichen Grund, also die wissenschaftlich das präsentieren, sondern das sind halt so die Bücher, ne? Low Carb Weihnachten, ketogene Diät, Low Carb Frühstück, Low Carb für Einsteiger, Low Carb 200 Top Rezepte, ne? Also, oder ausgezuckert und was auch immer. Was ich damit sagen will ist, dass halt, wenn man sich wirklich ernsthaft damit auseinandersetzt, dann hat man das natürlich schwerer, in diese Top 100 reinzukommen, in Ernährung allgemeines Grundwissen. Aber weil die Menschen wollen halt das, was sie eh schon machen, ne? Zum Beispiel Fleisch essen und fettreich essen, weil es natürlich am besten schmeckt. Fett ist ein Geschmacksträger. Und wenn man dann den Menschen sagt, hey, das ist gut und ich gebe dir noch ein Buch und am besten noch irgendwie ist es auch gesund und ich finde da bestimmt eine Studie, wo ich mir das rausziehen kann, ne? Dann wird das natürlich gekauft. Und darum geht es doch bei der Scheiße in diesem Land meist so. Immer was zu verkaufen. Und deswegen, naja. Aber ich meine, ich bin jetzt in die Phalanx da eingebrochen und habe jetzt hier sozusagen ja, mal was anderes platziert. Ich bin einfach nur stolz. So, das wollte ich hiermit auch sagen. Auf die Gesellschaft und natürlich dann auch auf mich. Ich glaube, das darf ich auch sagen. Gut, das war's.